Okay, jetzt träumen wir wieder. Sieh mal einer an. Das Opfer von Dienst ist bald wieder auf den Knien. Erinnerst du dich noch an unsere erste Begegnung, Gloria? Es war gegen Mitternacht, die U-Bahn war ungefähr halb voll. Und dieser Perverse hängt mir wie eine Klette an mir. Plötzlich drückt er mich gegen die Wand. Er tut mir weh und niemand zuckt auch nur mit der Wimper. Niemand außer dir. Du kommst her, schubst ihn weg und flüsterst: Du verzichte ich jetzt besser, Freundchen. Ha, du warst richtig tough. Später hast du dich als Rennfall rausgestellt, aber damals war ich von dir völlig fasziniert. Oder kein Traum, sondern nur Halluzination. Okay, ich schaffe das. Und wie fix dieser Traum ist. Wow. Unsere Kleidung wechselt sich. Ich frage mich, ob du überhaupt noch zu retten ist. Ah, wie bekommt man nur diese Tür auf? Da drin scheint ein Haufen Knochen zu sein. Riecht nach Tee. Tee, okay. Sind die zwei Haufen in der Ecke etwa Hunde? Warte. Wozu gehen? Wir haben doch alles, was eine Frau wie du braucht. Scheint leer zu sein. Da drin riecht es irgendwie seltsam säuerlich. Das war eine zerstörte Figur von uns. Okay. Muss dann nur kurz herausfinden, was man da tun muss oder kann. Okay. Okay, Moment. Okay, das ist der Turm. Oder, der Läufer, das ist der Turm. Okay, der kann... Stachfigur. Okay, Moment. Das ist der Turm, der kann nur nach unten oder nach rechts und nach links. Der Läufer kann nur quer. Und das, was kann der? Das ist ein Pferd, warte mal, das heißt, der müsste dahin tritschen können, genau. Okay. Also die Frage ist jetzt, was muss man tun? Dieser, ein Auge, ein Hand und ein Würfel, jeweils sind mit verschiedenen Farben. Ah, okay, und es war mit einem Auge, eine Hand und ein Würfel. Okay, das Auge ist rot. Das bedeutet, warte mal, da müsste wahrscheinlich, müssen wir kurz mal den mal weglocken. Moment mal. So. Da muss das Rote hin, auf jeden Fall mal. So, ups. Soll ich kurz überlegen. Das... Warte mal. Da kommt einmal auf jeden Fall der Turm hin.
Jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir das Pferd jetzt noch zur Hand bringen. Wie wir das machen, das weiß ich aber noch nicht genau. Warte mal, damit... Bringen wir kurz wo hin, wo nichts ist. So, damit das Pferd dahin kommt, wo ich es hinhaben möchte. Bringen wir es einmal dahin. So. Überleg gerade. Die Frage ist. Bringen wir das nur irgendwie zusammen? Ja, jetzt einfach mal auf gut Glück, das einmal aus. Glaube, ich muss das nochmal neu starten. Kann man denn? Warte. Ah, wie haben wir das gemacht? Warte mal. Neu starten. Fangen wir nochmal an. Ups. Morgen. Unsere Statue ist jetzt weg. So. Wie bringe ich das Pferd zur Hand? Fangen wir mal. Warte mal. Du kommst du mal da runter. Da. So. Einfach mal zum Probieren bzw. zum Testen. Kommst du dort mit? Das geht auch nicht. Das ist gar nicht so einfach. So. Kann ich die jetzt dahin bewegen? Nö, geht immer noch nicht, aber was. So. Ah, wo ich noch nicht, auch wenn ich noch nicht weiß, was ich das jetzt bringen soll, aber wie bringe ich denn das Pferd dorthin? Wo kann ich echt stehen bleiben? Es müsste theoretisch, warte mal, da, entweder da stehen, oder da stehen, oder da stehen, oder da stehen. Bin gerade am Überlegen. Wie kriege ich das da hin? Augnummer, ich will es hierhin haben. So. Ich probiere gerade ein paar Dinge aus.
So, mit da. Sagen wir da. Okay, warte mal. Ich habe, glaube ich, einen Plan. Schauen wir, ob das funktioniert. So. Jetzt muss ich aber schauen, dass ich da mal ein wenig Platz mache. So, warte mal, wie ist es weitergegangen? Mein Plan. Ich glaube so. Shit, wie ist denn jetzt? Ich habe jetzt einen Weg gehabt auf jeden Fall. Ich habe einen Weg gehabt. Ob es da? So. Shit, wie haben wir das gehabt? Oh. So geht es nicht aus. Oh, wie habe ich es gehabt? Wie habe ich das gehabt? Gibt's ja nicht. Warte mal so. So. Was nochmal? So. Vielleicht. So. Er sagt da das Pferd hin. Das geht so aber nicht aus. Das wollte ich nicht, aber ist wurscht. Aber warte mal, das müsste jetzt gehen. Geht das? Warte mal. Das soll sich mal verpissen, bitte. So hin. Dann dahin. Ja, ich glaube, das geht. Das heißt, muss ich nur eher wieder wegbekommen. Jawohl. Und jetzt aber. Ja, gut, Moment. Zu mir da hin. So, ich muss irgendwie den Läufer dann noch wegkriegen. Wenn ich den jetzt dahin tue. Ich bin jetzt hier. So, jetzt müsste es gehen.
Und jetzt das Pferd darauf. Ja, okay, ich hab's. So, und warte mal. Wie war das? Das Auge, das passt eh. Das muss da hin. Dann muss kurz mit der Turm weg. Dann kommt hier der Läufer hin. Perfekt. Und dem Turm lockt man hier hin. Dann lockt man den hier hin. Nein. Der nicht. Warte mal. Geht das hier? Ja, das geht. Und das hier, genau, jetzt haben wir es. Okay. Hat ein bisschen gedauert. Das mit dem Pferd war am kompliziertesten. Aber ich hab's. Und jetzt? Muss ich mir vielleicht in die Mitte stellen? Warte mal. Ja. Oh, alter Schwede. Okay. Alles klar. Hier ist eine kleine Tür. Wie öffnet man die? Da ist etwas unter dem Teppich. Ah, warte, schauen wir gleich an. Ein Aquarium voller Blutegel. Sie bewegen sich nicht. Oh oh, wird da der T-Virus erzeugt? Ein guter Hund, der friedlich schläft und nichts von dem Verbrechen seines Herrn ahnt. Das schauen wir uns ja auch gleich an. Alter, dieses Bild. Ich erkenne diese Person nicht. Ein Schreibtisch aus edlem Holz und kaltem Marmor. Die Schublade darunter ist verschlossen. Ah, okay. Dann schauen wir uns die Türe kurz noch an. Diese riesige Türe sollte zu den Privatgemächern des Hausherrn führen. Sie ist verschlossen. Gut. Schauen wir mal unter den Teppich. Ah. Hier ist der Schlüssel. Den brauchen wir wahrscheinlich für die Kommode, würde ich mal vermuten. Der Schlüssel passt perfekt. In der Schublade ist ein Stück rohes Fleisch. Das nehme ich mit. Okay. Das braucht man vielleicht für ihn. Ich wecke ihn besser nicht, sonst bellt er vielleicht. Okay, oder vielleicht fürs Bild. Na? Braucht man Fleisch? Blutegel? Ah, die Blutegel freuen sich. Das frische Fleisch hat die Monster zum Leben erweckt. Ist jetzt die Tür da aufgegangen? Hier ist eine kleine Tür, wie öffnen wir die? Okay. Okay, jetzt haben wir da Blutegel und die fressen. Immer noch verschlossen. Das Porträt wirkt lebendiger als vorher. Okay. Das heißt, sobald man da drauf steigt, tut sich hier was. Okay, ganz verstehe ich das noch nicht. Okay, bei der Blutegel tut sich eh auch nicht. Okay. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich erkenne diese Person nicht. Du hast jetzt der Aug.
Diese Schlüssel gehörten nicht zu dieser gruseligen Tür. Ist vielleicht auch besser so. Schauen wir mal da runter. Leb wohl, du Süßer. Ich muss wieder nach Hause. War schön, dich kennenzulernen.